Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Ich stelle mich mal hier hin, weil die Sonne so hell scheint. Ich und mein Mann waren gerade in einem Metzen. Bisschen rumschlendern. Da war ich gerade noch im Teddy. Da habe ich die Hose umgetauscht. Diese längere, diese Walle-Walle-Hose, die ich euch gestern beim Haul gezeigt habe. Die hat mir leider nicht gepasst, aber nicht schlimm. Ne? Habe ich die umgetauscht. Und dann habe ich im Teddy, habe ich für 2 €, ist eigentlich ein Katzenspielzeug, ist aber auch egal. Für 2 € habe ich mir so einen Ball mitgenommen für meine Hunde. Ist so ein Gummiball mit so. Da kriegen meine Hunde gleich. Habe meinen Hunden heute so einen kleinen Babypool aufgebaut. Da habe ich schlau warmes Wasser für die reingetan. In den Garten habe ich das gestellt. Und da waren meine Hunde schon heute drin und haben da schön geplanscht mit ihren Spielsachen. Die sind immer wieder da schön reingesprungen, haben sich die Pfötchen abgekühlt und so. Und die hatten da echt Spaß drin, vor allen Dingen die 2 Kleinsten. Und dafür habe ich auch dieses Bällchen gedacht. Das probieren wir gleich mal draußen aus, gell? Und jo, genau. Da waren, wie gesagt, im Metzen waren wir noch gerade gewesen. Und ich war noch in der Apotheke. In der Apotheke habe ich für 3,90 € diese 20 Ibuprofen 400er akut mitgenommen. Diese Schmerztabletten hier. Weil mein Mann hat irgendwie einen dicken Fuß. Woher auch immer. Parkett aufgetreten oder irgendwie eine Muskelsehne, irgendwas entzündet. Keine Ahnung. Kam heute einfach so plötzlich. Der hat sich jetzt mal hier so 2 von denen mal reingepfiffen und jo, ne? Und da waren wir noch im Metzen. Da habe ich hier für 1 € einen ja, riesengroßen Spaßkabasterheber. Ist aber ein Flaschenöffner. Ja, hat hier auch so ein Lederband dran und dann hier. Weil wenn irgendeine unserer Nachbarn, wir haben nämlich gestern schön draußen bei unserem Nachbarn so einen schönen Kreis gebildet und so, und da haben wir mit ein paar Nachbarn, unseren Nachbarn und so gesessen, haben Bierchen getrunken und so und uns unterhalten und pipapo und war wirklich sehr, sehr lustig gewesen, war echt cool. Und ja, dann ist dann irgendwie, ja, kein Flaschenöffner da oder kein Feuerzeug da oder um die Flaschen zu öffnen oder so. Und dann dachten wir uns einfach mal, nehmen wir das dicke Ding hier. Und da steht dann drauf, zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. Fanden wir richtig lustig und dann, ja, haben wir das mal mitgenommen, kommt bei uns in den Partyraum, wird da hingehangen. Dann hat mein Mann für 25 Cent jeweils 2 solche Schwämme mitgenommen, um Auto zu waschen und so, ne? Und ich habe mir für jeweils 50 Cent Fensterdekoration mitgenommen. Klimmer. Die haben auch so ein bisschen Glitzer dran. Und zwar, die kommen bei uns in die Küche. Das sind so Fensterbilder mit Schmetterlingen und so schöne Blümchen. Für so ein bisschen sommerlich zu dekorieren. Genau. Dann kommen die hier, habe ich zweimal genommen. Die kommen dann jeweils im Wohnzimmer an. Jeweils eine Fenster. Die habe ich dann zweimal mitgeholt. Genau, zweimal. Auch mit Schmetterlingchen und so. Habe ich zweimal geholt. Und die hier habe ich mitgenommen. Da kommt dann jeweils an beiden Fenstern im Wohnzimmer dann eins zwischendrin so und eins hier in die Küche dann, gell? So Efeu und Marienkäfer. Fand ich richtig schön, um die Fenster schön sommerlich zu dekorieren. Die bringe ich gleich mal meinem Mann raus. Für unser Auto zu waschen sind die. Ja, das hängen wir, wie gesagt, im Partyraum. Und damit probiere ich nachher mal mit meinen Hundchen aus, da zu spielen. Ich habe heute draußen auch so ein bisschen hier gefächert. Habe auch unseren Ventilator angeknallt heute und die Rollladen runter. Weil wir haben hinten die Wetterseite, da knallt die Sonne so richtig rein. Und ja, ich war heute arbeiten und nach der Arbeit habe ich ja noch hier so ein bisschen gemacht, ne? Wäsche gewaschen, rausgehangen, aufgeräumt so ein bisschen und so. Und bei uns gab es heute zum Mittag frische Pizza. Genau, das war's. Und dann würde ich sagen,
Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao.